Die Frage, wie ich zum Segeln gekommen bin, müsste ich weit ausholen. Ich will es mal kurz fassen. Im ländlichen Bereich hier im Möhnetal spielte alles Fußball. Die aus dem Ruhrgebiet hatten mehr Geld und fingen an zu segeln. Wir blieben auf dem Fußballplatz. Dann lernte ich einen Freund kennen, der mich zum Segelsport eingeladen hatte und meinte, ich wäre ganz schön flink. Und dann bin ich bei dem geblieben. Dann habe ich 30 Jahre eine Segelschule, ein Restaurant und Seekaffee mit meiner Frau betrieben. Und das haben wir dann 2007 und ich mit dem Wassersport 2011 haben wir das dann gekappt, weil wir keine Nachfolger hatten. Und dann kam das Haus hinzu. So die Gegebenheiten wie Flaggemast, Anker, Bojen, Teile des Bootsbaus, Ruderanlagen, Tauwerk. Ich könnte so weiterführen, alles in diesem Haus und im Umfeld draußen integriert ist, dass man meint, man wäre auch schon in einem Yachtclub. Wenn ich nochmal auf das Haus eingehen darf, dann haben wir ja überwiegend Gäste, entweder die an Konferenzen teilnehmen oder ihre Konferenzen hier durchführen oder behinderte Leute, Erwachsene, Kinder, weil das Haus barrierefrei ist, mit Rollstühlen, Aufzug ist vorhanden, sind alle Gegebenheiten eigentlich da, um dieses Haus mit dem Breitensport zu verbinden. Zu den sportlichen Aktivitäten hier am See nehmen wir mal das Segeln. Wir haben ja den eigenen Steg. Dort haben wir Segelboote, die qualifiziert sind für Behindertensport, aber auch für jedermann. Sollten wir dann Behinderte haben, Kinder oder Erwachsene, kann das nur mit Begleitung erfolgen. Wir nehmen die gleichen Boote und dann wird also die Unterweisung, wir sagen mal die Grundkenntnisse im Segeln und Wetter und Wind, werden dann erklärt und in Begleitung dann genießen wir den Segelsport, soweit wie wir kommen und soweit wie das möglich ist. Wir selber sind ja jetzt in einem Alter, wo wir das gerne machen, früher war das beruflich und ich denke, wenn es mir und den anderen Spaß macht, dann tut es uns allen gut. Danke.